Oh, so ein richtiger Low-Kick, das tut ordentlich weh. Im schlimmsten Fall kannst du sogar den Knochen vom Oberschenkel brechen. Hallo, ich bin Grossmeister Martin Sever. Jetzt schauen wir uns an, was man allenfalls dagegen könnte machen. Dabei gibt es zwei wichtige Sachen. Das erste ist, ich spanne den Muskel da über meinem Schienbein voll an, indem ich mein Fußgelenk anziehe. Das ist der erste wichtige Punkt. So, ich nehme da das ab mit meinem Muskel. Der zweite wichtige Punkt, nicht weniger wichtig, ist, dass ich aktiv bin. So, ich gebe da einen Gegenschlag. So, das ist der zweite wichtige Punkt. Und jetzt gehen wir noch eins weiter, um dem Ganzen noch Kronen aufzusetzen. So, mein Gegenangriff. Er kommt, Low-Kick und gerade wieder rein. Dabei, wenn ich mit einem Partner übe, muss ich extrem aufpassen, weil sein Knie ist wahnsinnig empfindlich. So, er macht einen Low-Kick, ich bin da, zack, und kann gerade wieder rein. Ein bisschen dynamischer. So geht das. Noch viel mehr Anwendungen oder Lösungen für solche Probleme. Du weißt, was ich finde. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hier oben ist der Link fürs iKungfu. Hier unten ist der Button zum Abonnieren. Und natürlich die Glocke nicht vergessen.